Und weiter geht es mit Walsingham Manor. Und wir werden jetzt in dieses Bild zurückkehren, da wir ja Dina Walsingham noch um Rat fragen müssen. Was sie denn jetzt zu einem romantischen Picknick sagt. Muss ich ihr das jetzt geben? What? Und nun wird erst einmal eine Rose gepflanzt. Schön, dann halt nicht. Das Spiel hat offensichtlich andere Pläne. Dann werde ich jetzt erstmal Folgendes machen. Dann werde ich jetzt erstmal hier den Gärtner in mir auspacken. So wie ich es in der Hagebaumarkt-Werbung gelernt habe. Hier sollte ich die Blumen pflanzen. Ich habe aber gar keine Blumen. Der Behälter fällt ja auch immer noch. Ich habe gerade gesehen, dass wir hier auch ein Lösungsmittel jetzt haben. Allerdings bin ich immer noch nicht sicher, was wir damit jetzt machen sollen. Können wir eigentlich mit dem Jagdmesser die Tür aufmachen? Nein. Aber mit was dann? Da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen ratlos. Aber hier kann man ja sonst auch nichts mehr machen. In den ersten Stock können wir es immer noch nicht, weil da auch der Köter da vor dem Weg rumliegt. Ach, Moment mal. Die könnte man doch dahin machen. Ich sollte versuchen, auch die Farben zu benutzen. So. Und jetzt? Jetzt ist eine Rose erblüht. Abschneiden. Ja, Jagdmesser. Walte deines Amtes. Yes, da haben wir die Rose. So, aber jetzt. Ah, dass man der erst eine Rose bringen muss, damit sie einem Informationen gibt. Wir sind doch hier nicht beim Bachelor. Aber machen wir mal für sie eine Ausnahme. Nun, der Gast wird zwar nicht in dieses Bild eingedrungen sein können, aber... Doch ich befürchte, dass die anderen Bilder bereits in Mitleidenschaft gezogen sind. Sie müssen bitte um jeden Preis die Gemälde wiederherstellen, Detective. Und das war jetzt alles, was du mir zu sagen hast? Also Mädel, ganz ehrlich, das hätte ich mir auch selbst zusammenreimen können. Also das hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht. Ach so, doch. Ich brauche Ihre Hilfe, Mrs. Walsingham. Diese Zeichnungen habe ich in einem der Gemälde gefunden. Auf den Zeichnungen ist abgebildet, was alles für unser Picknick geplant war. Es gilt also, unseren Picknickkorb samt Geschirr und Bildeck zu finden, zu vervollständigen, sowie mit einer Forellenquiche und einem Krug Sangria zu veredeln. Ich lasse Ihnen eine Liste mit den Quiche-Zutaten sowie den Schlüssel zum Kofferraum des Autos da. Ich selbst kann durch das Speisezimmer in die Küche gelangen. Sobald alles auf der Picknickdecke liegt, dürfte das Bild wieder werden, wie es einmal war. Um Himmels Willen, ist das deren Ernst? Habt ihr gehört, was da alles in das Bild rein soll? Besteck, Geschirr, eine Forellenquiche und noch eine Sangria und noch allen möglichen anderer Krimskrams? Also das Bild im Esszimmer mit dem Picknick dürfte wohl das sein, wofür ich am längsten brauchen werde, das weiß ich jetzt schon. So, dann knacken wir mal den Kofferraum mit einem Schlüssel. Was haben wir denn jetzt da drin? Das sieht nach Milch aus, wenn ich so die Kuh sehe. Milchpulver, Entschuldigung. Lässt sich hiermit eigentlich noch was anfangen? Kann ich da eigentlich... Lässt sich das damit vielleicht reparieren? Jawohl. Und kommt Mutter auch noch? Jawohl. Schön. Funktioniert die jetzt? Wenn ich die festdrehe, werde ich die... Okay, ich brauche offensichtlich ganz dringend eine Zange. Und zwar für gleich zwei Sachen auf einmal. Ja, was wird mir das denn jetzt noch angezeigt? Was soll ich denn damit jetzt bitte noch machen? Hier was Neues. Nein. Aber jetzt ist auch klar, wofür wir die Forellen brauchen. Wir müssen eine Forellenquiche machen. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun.
Aber damit ist auch klar, wer sich noch an den Tagebucheintrag erinnern kann, dass wir auch einen Grashüpfer brauchen. Als Köter. Da glitzert jetzt was. Was ist das denn? Ein Cocktail-Experte bin ich nicht. Bla bla bla. Ja, ich schätze, dass wir dann hier die Sangria herstellen werden können. Ja Leute, aber wie komme ich denn jetzt erstmal da rein? Ach, neuer Eintrag. Ich könnte wohl so ziemlich jeden Trink auf diesem Serviettisch zubereiten. Doch jetzt ist keine Zeit dafür. Vielleicht, wenn der Fall abgeschlossen ist und Dina Walsingham ihren Ehemann zurück hat. Oder wenn sie ihn eben auch nicht zurück hat. Wie komme ich denn jetzt da rein, bitte sehr? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Damit lässt sich aber immer noch nichts machen. Ich frage mich, wofür ich das Lösungsmittel jetzt nochmal brauche. Oder hatte das überhaupt schon einen Verwendungszweck? Und ich meine, das hier ist... Ah, jetzt auf einmal. Okay, dann war das letztes Mal wohl irgendwie ein bisschen Bug oder so. Gut, alles klar. Angelrute mit Schnur. Schön. Dann gucken wir mal, ob die hier uns noch was zu sagen hat zwischendurch mal. Ein perfekter Köder, insbesondere für Forellen. Was denn? Wenn ich den Grashüpfer wirklich mit den Händen anfangen soll, verwendet... Ja. Okay. Och, Mensch! Blödsinn. Mit was kann ich denn... Ich metzel ihn mit dem Messer. Ich brenne ihn nieder. Ich brenne das Gras nieder. Nein, ich fange ihn mit dem Hut. Ja, ist klar. Angelrute. Klar, ich fange Grashüpfer auch immer mit einem Hut. Also, kennt ihr das nicht? Aus welcher Welt seid ihr denn, Leute? Von meinem Urgroßvater seit jeher habe ich gelernt, wie man Grashüpfer fängt, nämlich mit einem Hut. So, und da haben wir unsere blöde Forelle. So, und was jetzt? Ich komme ja immer noch nicht in die Küche. Das sind aber offensichtlich ganz sicher schon mal wahrscheinlich Zutaten für die Kisch. Aber... Soll ich den auflösen? Nein. Soll ich ihn nochmal töten? Nein. Ich sollte das Fläschchen füllen? Damit? Das ist eine Gießkanne und kein Fläschchen. Ist denn hier sonst noch... Irgendwas... Nee, da glitzert nichts. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus. Ich wette, dass ich diese Blumen nehmen muss. Aber nach wie vor habe ich keine Schaufel. Das ist natürlich extrem doof. Wo zum Teufel könnte denn hier eine Schaufel sein? Ist sie vielleicht hier in dem Bild selbst? Aber da war ich ja, also... Da oben war jetzt auch nichts mehr, das hat sich erledigt. Da fehlt das Manometer. Die Stelle ist auch nicht mehr einsehbar, alles klar. Hier im Bildrand liegt aber auch nichts rum. Nein, da ist nichts. Dann gucke ich mir jetzt einmal noch das Bild hier an. Ja, aber da... Ach so, klar. Dafür ist es da. Ich frage mich, wie ich da hinkommen soll. Oder was... Wofür ich eine Glasscheibe bitte brauche. Mysteriös, das Ganze. Aber nach wie vor fehlt diese verflixte Schaufel. Jetzt wollte ich Schaukel sagen. Mann. Komm. Ach, mit dem Mosaik kann ich das eh nicht aufbrechen. Vergiss es, meine Finger brauche ich noch. So, jetzt aber auf die alte Art. Ach, scheiße.
Kann ich den nicht trotzdem vielleicht mit dem Fisch weglocken? Nee, na gut. Wäre auch zu schön gewesen. Aber hier kann ich ja auch nichts mit anfangen. Hier ist auch kein Symbol, was dahin soll. Weil da jetzt nicht gerade noch ein Lupen... Ach. Jetzt stehe ich aber wirklich, ehrlich gesagt, auf dem Schlauch. Also... Hier ist auch nichts Neues. Da ist auch nichts mehr. Also mir fehlt eine Zange und mir fehlt eine Schaufel. Dann wäre ich schon mal einen großen Schritt weiter. Aber woher nehme ich die? Oder kann ich sie mit dem Messer fest? Nee. Mit dem Mosaik-Ding? Nee. Ja, das hat mich auch gewundert. Übersehe ich denn wirklich so viel? Ich setze das erstmal da ein. Oh mein Gott. Verschiebe die Einzelteile des Mosaiks so lange, bis das Bild wiederhergestellt ist. Zum Drehen der Puzzleteile sind 2 Klicks notwendig. Oh mein Gott. Die anderen Rätsel verliefen ja doch noch einigermaßen wirklich besser, als ich vermutet hätte. Aber das sieht ja mal echt, echt hardcore aus. Das Bild leuchtet jetzt hell. Nein, 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 so wollte ich das nicht, so wollte ich das nicht, so wollte ich das nicht. Mach, komm wieder dahin, so, das... Das lasse ich jetzt erstmal so, wenn es... Ich denke mal, wenn es leuchtet... Ach Quatsch, wenn dann interpretiere ich daraus mal, dass es richtig ist. Hä? Nee, was... Nee, was ist das? Das ist doch das Ohr! Hä? Ach so rum. Dann so rum. Ach, ach so. Ich hatte das jetzt eigentlich komplett umgekehrt gesehen. So, dann komm du jetzt mal hier hin. Ja, das kann man ja ganz gut erkennen. Dann... Oh! Scheißmechanismus. Das muss doch auch irgendwie zum Gesicht dazugehören, oder? Nee, sonst... Dann vielleicht dieses Hautfetzenteil? Nein. Gut. Nee, das kann nicht sein. Das ist irgendwas anderes. Aber hier fehlt ja ein Stück Gesicht. Ach nee, dahin. Halt, halt, oder? Nein? Da ist... Oh. Nein? Na gut. Das sieht noch aus wie ein Hautfetzen. Warum stimmt denn das jetzt nicht? Das passt doch eigentlich ganz gut, oder? Ach nee, das passt hier außen mit dem Zeug nicht. Dann halt so. Yep. Da haben wir... Oh! Also, dass die Bilder dann so auf einmal wechseln, das geht ja schon ziemlich auf die Nerven. Ah, das leuchtet auch. Das ist wohl auch richtig. Dann suchen wir mal das Pendant dazu. Wo ist das denn? Da. Dahin. Hä? Nein? Doch nicht? Oh, das war ein... Ach, das war falsch mit... Na, so, jetzt. So, Treffer. Das muss doch... Oh, ich krieg echt langsam... Echt zu viel. Okay, so, jetzt muss... Das nach dort... Yep. Ah, ja, ja, okay, okay. Das scheinen die Hände von dem Typ zu sein, dann sind das die Finger. Das muss dann dorthin. Jawohl, sieht doch gar nicht schlecht aus. So, ach, eine Doppelzange. Jetzt erkennt man so langsam, jetzt macht das Ding auch mal langsam Sinn. So. Ach, scheiße. Da muss das darüber. Ja. Das so.
So, das ist es eigentlich nur noch Formsache. Wenn das Spiel mir nicht schon wieder alles verdrehen würde. Das ist ein Scheiß-Puzzle-System, habe ich das schon mal erwähnt? Nein, das stimmt so nicht. Shit. Nee, das passt so nicht, Nee, das stimmt doch so gar nicht. Boah, eines Tages, ne? Eines Tages kill ich das Spiel noch, glaube ich. Wenn das jedes Mal mir so einen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich hier am Puzzeln bin. Passt das denn? Der Rest stimmt doch. Ja, aber das passt ja auch wirklich so überhaupt nicht. Aber der Rest der Puzzleteile stimmt ja. Und da das ein absolut symmetrisches Bild ist. Okay. Also ich hätte es auch in der Zeit schaffen können, so oder so. Also nee, ich hätte es nicht in der Zeit geschafft. Aber wenn das Spiel mir jetzt nicht zum 10. Mal einfach die Puzzleteile verhaut zu durcheinander gehauen hätte, ohne dass ich es befehle, dann wäre ich noch ein bisschen schneller gewesen. Aber naja, so geht's ja auch noch. Oh, Gott sei Dank. Und da haben wir auch die Zange. Endlich. Also. Damit mache ich mir eben noch schnell den Dietrich. Komm, die Zeit habe ich. So, das Feld ist jetzt auch erledigt. Was ist denn das? Leinwandstück? Ah, das Bild funktioniert wieder. Das Bild funktioniert wieder. Es leuchtet. Sehr schön. Damit haben wir ein Bild schon mal wieder komplett restauriert. Und dann kriegen wir offensichtlich jedes Mal ein Leinwandstück. Und ich denke, ihr wisst, was das heißt. Für jedes Bild kriegen wir dann so ein Ding, woraus wir schließen können, dass wir insgesamt 5 Bilder restaurieren müssen. Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Also, wir haben ein Bild restauriert. Das ist doch schon mal ein Anfang. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich genauso weitergehen. Und dann würde ich sagen, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.